Im stark von der Corona-Pandemie betroffenen Spanien ist die Zahl der seit Beginn des Ausbruchs erfassten Infektionen am Montag auf mehr als 200.000 gestiegen. Trotzdem geben die neuen Zahlen erneut Anlass zur Hoffnung. Die Zahl der Neuinfektionen sinkt seit Tagen und auch die Zahl der Todesfälle nimmt ab. Seit Sonntag starben 399 Menschen an Covid-19. Die 400er-Marke wurde damit erstmals seit dem 22. März unterschritten. Die Situation in den regulären Krankenhäusern scheint sich zu entspannen. Auch in dem in der Corona-Krise zu einer riesigen Klinik umfunktionierten Messezentrum IFEMA ist die Stimmung hoffnungsvoll. Der erste Pavillon des Feldlazaretts konnte schließen, nachdem die letzte Patientin hier entlassen wurde. Dies sorgte für große Freude bei den Ärzten und Pflegern, auch nachdem das Licht in dem Pavillon endgültig ausgeschaltet wurde.